Guten Tag, einer der bekanntesten Corona-Ketzer in Anführungszeichen Österreichs, Dr. Raphael Bonelli, heute bei mir im Interview. Ich begrüße Sie. Grüß Gott, hallo. Sie sind ein gefährlicher Kandidat für YouTube-Interviews, weil genauso wie ich schon mehrfach gesperrt wurde, wurden auch Sie schon mehrfach gesperrt. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn wir uns der Ketzerei in den Augen der YouTube-Zensoren schuldig machen sollten, dann würden wir jetzt hier in Kürze das Interview abbrechen und dann werde ich es auf die Ersatzkanäle im zensurfreien Internet hochladen, weil es wäre schade, wenn wir schon mit Schere im Kopf miteinander sprechen würden. Okay. Sie haben ja eine sehr interessante persönliche Wirkensbreite, da möchte ich nachher auch noch mal darauf eingehen. Vor kurzem habe ich auch auf meiner Seite darüber geschrieben, da wurden Sie auf YouTube gesperrt wegen eines Aufrufes, weil Sie sagten, dass in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis viele Menschen an Folgen eines gewissen medizinischen Eingriffs, der sich Prophylaxe nennt, Nebenwirkungen hatten. Wie ging das denn weiter? Sie wollten ja dann klagen gegen YouTube wegen dieser Sperrung. Ja, nein, ich bin vom Urlaub gekommen und habe mir gedacht, interessant, ich kenne zwei Todesfälle nach so einer Injektion, aber ich kenne eigentlich keine Todesfälle rund um ein gewisses Virus. Und das wollte ich eigentlich einmal, ich wollte nicht behaupten, dass das jetzt, dass das immer so ist. Ich dachte mir nur, das ist irgendwie komisch, weil mir ja von den Politikern prophezeit wurde, dass ich in Kürze mindestens einen kenne, der an diesem Virus gestorben ist, und ich kenne auch immer keinen. Aber jetzt ohne wirklich, ohne einen Untergriff oder irgendwas zu machen, und ich will auch nicht die Impfung jetzt mit dem Virus in der Gefährlichkeit vergleichen, wollte ich einfach nur sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht und wie geht es euch damit? Und zwar mit und an dieser Injektion verstorben. Und der Response war so überwältigend, dass bei 5500 Kommentaren unter meinem Video hat YouTube das Video gesperrt, obwohl einfach nichts zu sperren war. Es war vollkommen klar, dass da nichts zu sperren war. Dann war uns klar, wir müssen jetzt klagen. Die Leute haben uns auch alle geschrieben, wir zahlen das, Crowdfunding und so weiter. Und wir haben dann einen Rechtsanwalt eingeschalten, gar nicht billig. Und der hat also wir haben vorher protestiert, die haben gesagt, Protest abgelehnt. Und dann haben wir den Rechtsanwaltsbrief geschrieben, wir werden klagen. Und sofort haben sie uns wieder aufgesperrt und das Video wieder weiter verbreitet. Und in der Zwischenzeit haben wir, glaube ich, fast 8000 Kommentare drunter. Und die meisten, sagen sie, haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Sie kennen Todesfälle rund um eben diese Injektion, aber sie kennen wenig oder keine Todesfälle nach einer Virusinfektion. Und da gibt es natürlich jetzt viel zu sagen und das ist keine wissenschaftliche Studie, aber es ist bemerkenswert, das muss man schon sagen, ist bemerkenswert. Aber nachdem YouTube das wieder aufgeladen hat, gab es einen wirklich unangenehmen, verdrehenden Artikel in einer Tageszeitung von Österreich. Also offensichtlich stört das gewisse Menschen, wenn man Fragen stellt. Das fällt mir schon auf, weil ich empfinde mich nicht als, so wie Sie sagen, als Corona-Ketzer, sondern ich versuche, die unbelebte Mitte zu beleben, weil ich merke, dass sich die Dinge radikalisieren, dass man entweder radikal dafür oder radikal dagegen ist. Und ich möchte versuchen, irgendwie eine gesunde Balance zu halten zwischen den Argumenten, die dafür und dagegen sprechen. Das sehe ich für mich genauso. Und wie Sie schon richtig sagen, diese Reaktion, die Sie erfahren haben, die sagt natürlich nun wissenschaftlich nichts aus. Aber dass es zensiert wurde, das sagt ja eigentlich dann doch schon wieder etwas aus. Ja, also Sie haben es schon angedeutet, die Angst muss ja wirklich erheblich sein, weil es ist ja etwas völlig Unverdächtiges, wenn jemand fragt, wie geht es Ihnen, wie geht es euch, liebe Zuschauer, was habt ihr für Erfahrungen? Warum ist diese Angst da so groß, Herr Dr. Bonelli? Naja, die Angst, glaube ich, da gibt es eben verschiedene Bevölkerungsgruppen, die aus verschiedenen Gründen Angst haben. Nehmen wir mal die größte Gruppe. Die größte Gruppe ist die Gruppe derer, die eben für die Impfung so eine Art von Deus ex machina ist. Nicht? Also
wir haben uns aus psychologischer Sicht in eine Psychodynamik hineinentwickelt, aus der wir kaum aussteigen können. Also es können jetzt nicht die Politiker des ganzen Globus sagen, war ein totaler Irrtum, das war ja alles nicht so und nicht so gefährlich, das geht einfach nicht mehr. Also man kommt da nicht mehr raus. Und ein wirklich willkommener Ausweg ist einfach, dass die Leute sich impfen lassen und nachher sind sie wie vorher. Also meine persönliche Erfahrung mit Menschen, die wirklich große Angst vor der Impfung hatten, also vor dem Virus hatten, große Angst, war, dass sie nach der Impfung wieder normal waren wie vorher. Und diese, also wirklich überraschend eigentlich, weil ich meine, die Gefahr ist ja doch noch immer da und Ansteckung ist ja noch immer da. Aber viele Menschen, vor allem von diesen, ich würde sagen, also in dem Spektrum sind ungefähr 10%, die haben wirklich eine große Corona-Angst. Also von denen würde ich sagen, ist das ein Deus ex machina, wo sie sozusagen jetzt wegkommen von ihrer Angst. Und für die ist das bedrohlich, wenn der Deus ex machina, also wenn sozusagen der Gott, Deus ex machina ist eine Sprache aus der Theaterwissenschaft, wo man eben sagt, da gibt es jetzt eine Lösung, die ist irgendwie sozusagen übernatürlich oder so. Also wenn der Deus jetzt eigentlich selbst zu Todesopfern führt, das wäre natürlich schlimm. Und deswegen ist das so eine Art von narzisstischer Kränkung. Aber dann gibt es natürlich auch eine Community, die wirklich, und das darf man nicht unterschätzen, und das kann ich Ihnen als Mediziner schon sagen, die wirklich viel Geld machen mit diesem Medikament und die halt überhaupt kein Interesse haben, dass da Nebenwirkungen besonders publik werden. Noch dazu, wo wir ja in einer medialen Welt leben, wo alles schnell skandalisiert wird, nicht? Also selbst wenn es Nebenwirkungen gibt von einem Medikament, ist das ja noch nicht das Ende. Und man müsste das eigentlich rational diskutieren können. Wir sind aber in einer Gesellschaft, wo man vieles nicht mehr rational diskutieren kann. Und da haben die, glaube ich, Angst. Und deswegen wurde meiner Meinung nach dieses Video auch abgedreht. Also wie auch immer dann die Fäden sind. Ich bin jetzt nicht so, ich denke nicht in diesen Kategorien, wer ist der Bösewicht, der hat. Aber Tatsache ist, dass dieses Video wirklich gestört hat. Ja, man sieht ja, dass die Impfung das Hauptthema ist, wenn es um Löschung geht, wenn es darum geht, andere mundtot zu machen, wenn es um Angriffe geht. Das ist sozusagen das neue heilige Kalb, was im Sozialismus Kritik an Lenin, Marx und Engels war. Das ist heute das Inzweifelziehen der Wirksamkeit der Impfung. Obwohl das ja eigentlich etwas völlig Normales sein müsste, es ist ja sogar etwas Wichtiges, weil, ich sage es jetzt extrem neutral, ich bin kein Mediziner, ich kann es nicht beurteilen, aber es ist ja immer gut bei jedem Medikament, bei jeder Behandlungsweise, wenn auf mögliche Nebenwirkungen aufmerksam gemacht wird, weil nur so kann ja hier auch eine Wachsamkeit erzielt werden. Also so sehe ich das. Sie sind ja Mediziner, vielleicht bin ich da völlig fehlgeleitet. Sagen Sie mir, nein, da haben Sie, also da haben Sie richtig oder nicht? Da haben Sie ganz recht. Also vielleicht muss ich das grundsätzlich nochmal sagen. Ich bin ein Schulmediziner, ein reiner Schulmediziner. Ich habe nichts mit einer Parawissenschaft zu tun und alternative Medizin mache ich einfach nicht. Ich bin ein Schulmediziner und ich habe eigentlich alle Impfungen, die vernünftig sind. Und ich bin in keinster Weise in irgendeiner Form ein Impfkritiker in dem Sinn oder ein Impfskeptiker oder Impfmuffel überhaupt nicht. Ne? Und ich bin sogar jemand, der sehr offen ist für neue, moderne medizinische Entwicklungen. Aber das, was Sie sagen, wenn es etwas Neues am Markt gibt, dann erstens einmal geht es darum, dass wir es richtig benennen. Ob das wirklich Impfung genannt werden soll, finde ich diskussionswürdig, weil es ist eine ganz neue Art, eine Immunität zu erzielen. Es ist nicht die klassische Impfung und es ist auch nicht so harmlos wie die klassische Impfung. Und genau deswegen müssen wir da besonders kritisch drauf schauen. Ich bin jemand, der viele Medikamentenstudien gemacht hat, also viele Studien insgesamt, aber auch Medikamentenstudien. Und wenn ein Vorfall war, wie die Vorfälle, die auch in meiner Nähe waren, dann hat man die Studie gestoppt. Wissen Sie, dann hat man die ganze Studie gestoppt und dann hat man untersucht, ob dieses Todesopfer irgendwie einen Zusammenhang hat mit dem Medikament, das man verabreicht hat.
Und das vermisse ich, wissen Sie? Also heute hat meine Patientin, erzählt, nur weil wir gerade heute zusammensitzen, dass ein Kollege von ihr auf der Universität, der sich nach langem Ringen für eine Impfung entschieden hat, 2 Tage später kollabiert ist und dann wirklich gestorben ist in kürzester Zeit. Dann kam, also der war schon mausetot, dann kam ein Arzt und hat gesehen, also Notarzt, und hat gesehen, da ist nichts mehr zu machen und hat gesagt, das war ein Herzinfarkt. Das kann man so nicht sagen, wissen Sie, ohne Untersuchung. Daraufhin wurde der 54-jährige Mann nicht obduziert und er gilt, und jeder hat sofort gesagt, hat mit der Impfung nichts zu tun. Und die Fälle, die ich persönlich kenne, sind genauso gelaufen. Also da gibt es ganz viele Fälle, wo man automatisch den Zusammenhang mit der Impfung negiert. Und ich behaupte auch nicht, dass die alle an der Impfung gestorben sind. Nur wir müssen hinschauen dürfen. Und mir fällt als Psychiater auf, dass das Hinschauen schon verboten ist. Dass das ein großes Tabu ist, dass man überhaupt darüber nachdenken könnte, dass etwas mit der, also mit der Impfung zu tun haben. Und das sofort in eine andere Ecke schiebt. Also wenn er älter war, sagt man, der war ja schon alt, nicht? Ich meine, das könnte man bei fast allen Corona-Opfern sagen, wird aber nicht gesagt, nicht? Dann kann man sagen, der ist an was anderem gestorben. Na gut, aber die Impfung war trotzdem 4 Tage vorher oder so, nicht? Aber das alles wird weggewischt. Und das finde ich bedenklich. Als Psychiater weiß ich, das ist eine Art von Verdrängung, ja, oder Leugnung. Das ist ein innerpsychischer Prozess, das sind nicht lauter Verschwörer, die sich sozusagen zusammen, dazu sind sie zu viele, aber es ist so eine Art von Denke, zu sagen, diese Impfung ist tabu, da denken wir nicht über Nebenwirkungen nach. Viele meiner Patienten, also einer meiner engsten Freunde hatte nach der Impfung eine Venenthrombose und so und einen Lungeninfarkt, aber es wurde sofort von den behandelnden Ärzten gesagt, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Also Das höre ich überall, dass also die Mediziner ganz panisch werden, dass es irgendwas damit zu tun hätte. Und das ist schon bedenklich, dass das nicht sein darf. Also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist also ganz, ganz augenscheinlich so. Und das ist einfach die Verdrängung, die Sigmund Freud schon so schön beschrieben hat. Ja, ich beneide Sie in dieser Situation um Ihre Ausbildung, weil ich glaube, als Journalist ist man hier überfordert bei dem Versuch, vieles zu verstehen. Man müsste Psychiater sein, wie Sie das sind. Und darum will ich das natürlich nützen, dass ich Sie hier habe. Verdrängung, so zumindest mein Eindruck als Laie, spielt eine ganz zentrale Rolle. Und Verdrängung würde ja auch erklären, dass man so aggressiv ist dann gegenüber Menschen wie Ihnen oder auch mir, die Zweifel äußern, die also dieses Verdrängte dann sozusagen anregen, die an dieses Verdrängte erinnern und die Gefahr hervorrufen, dass dieses Verdrängte wieder hochkommt. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, natürlich. Also das hat Sigmund Freud schon sehr schön beschrieben. Dass wenn der Therapeut, also im therapeutischen Rahmen, wenn der Therapeut auf das Verdrängte hinweist, dass der Patient dann mit Aggression reagiert, weil er eben diese Aufdeckung nicht mag, weil er Angst hat vor der Aufdeckung, weil das für ihn bedrohlich ist. Verdrängt wird ja immer das Bedrohliche. Und bedrohlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Deus ex machina möglicherweise gefährlich ist, möglicherweise sogar gefährlicher als das, gegen das er eigentlich eingesetzt wird. Das ist so bedrohlich, also darüber wollen viele nicht nachdenken. Also ist das Ganze eigentlich nur aus psychologischer Sicht rational erklärbar, weil man hat ja ansonsten wirklich den Eindruck als Nicht-Psychologe, dass hier die Ratio bei vielen ausgeschaltet ist. Und ich gehe jetzt da gar nicht in eine Richtung. Sie haben es ja auch sehr vorsichtig geäußert. Sie haben gesagt, das ist möglich, dass das eine gefährlicher ist, das jetzt als Hinweis an die YouTube-Zensoren. Aber man kommt sich ja vor in mancherlei Hinsicht wie in einem Religionskrieg. Und wie gesagt, das gilt für beide Richtungen teilweise zumindest. Und das erinnert wirklich an Glaubenskriege in meinen Augen. Ja, da haben Sie ganz recht. Also ich versuche in meinen Videos, sage ich eigentlich, also bis zum Erbrechen in der Zwischenzeit schon, dass ich zwei Lager, also die Gesundheitsapostel und die Freiheitskämpfer, und die stehen sich also unversöhnlich gegenüber. Und das ist alles kein Problem, solange man seine eigene Position relativieren kann. Aber da gibt es auf beiden Seiten radikale Ränder, die 5-10% ausmachen und die lassen gar nicht mit sich reden. Ja, und für die einen ist also
Also wenn man den Coronavirus hat, fällt man tot um. Ist das für die einen und für die anderen ist das die Spritze. Wenn man die hat, fällt man tot um. Das sind die Radikalen und mit denen kann man auch nicht reden und die sind auch nicht konsensfähig. Aber die Mitte dazwischen, die hat sich ausgedünnt. Wissen Sie, so Menschen, die halt die einen und die anderen hören und sich ihre Meinung bilden, eine Art von inneren Konsens, und das müsste möglich sein, weil ich sage Ihnen was, ich bin ein Wissenschaftler und aus der Wissenschaft weiß ich, dass wir nur leben aus einem gewissen Dissens, aus verschiedenen Studien, die sich scheinbar widersprechen, und dann versuchen wir das ganz mühsam zusammenzubringen, ja, und das müssen wir bei diesem Corona-Phänomen so machen. Wir müssen, anders kriegen wir es nicht hin, indem wir die Dinge, die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Und eben Corona hat eben nicht nur eine virologische Seite, das ist zweifellos, hat sie eine, aber eben zum Beispiel auch eine psychologisch-psychiatrische. Und deswegen, und manche vielleicht virologisch sinnvollen Maßnahmen sind halt psychiatrisch auf Dauer nicht tragbar. Und das ist eigentlich meine Botschaft, dass wir einfach breit diskutieren müssen und die Meinung des anderen dastehen lassen müssen. Und was ich besonders problematisch empfinde, ist, dass erstens einmal die Politik bestimmt, welche Wissenschaftler die richtigen und die falschen sind, aber dass nicht nur die Politik das bestimmt, sondern auch der kleine Mann und die kleine Frau auf der Straße sich anmaßen, über Koryphäen wie, ich nenne es keine Namen, aber hochwichtige Spezialisten zu urteilen, dass die ja überhaupt keine Ahnung haben, nur weil ihnen das Ergebnis nicht passt. Und hier hat eigentlich die Wissenschaft Schaden genommen. Die Wissenschaftler sollten sich eigentlich anständig zurückhalten, machen auch sehr viele. Und dann stehen wir halt in der Gefahr, dass Kollegen ganz vorne stehen, die eine ganz enge finanzielle Verbindung mit der Pharmaindustrie aufweisen. Und die sind halt dann nicht mehr offen, objektiv. Das gibt es in der Medizin und das ist gang und gäbe, aber das nennen wir halt Interessenskonflikt, und solche Kollegen äußern sich halt dann nicht über das Gebiet, das ihrer speziellen Pharmafirma besonders viel Profit gibt, weil sie eben diesen Interessenskonflikt haben, oder sie nennen ihn in den Publikationen, in den Vorträgen, in den wissenschaftlichen. Und das geht mir ab in den Medien, dass also wir Experten sozusagen eigentlich nie gefragt werden, haben sie eine Verbindung mit einer dieser Pharmafirmen? Das sollte man machen. Sie haben gesprochen darüber, dass ein Teil der Gesellschaft radikalisiert ist, in die eine wie in die andere Richtung. Wie erklären Sie sich, dass die Medienlandschaft so sehr zu der einen Richtung tendiert und da auch eher zum Rand? Also ich erlebe das selber in der Bundespressekonferenz. Da habe ich den Eindruck bei einigen Kollegen, dass die regelrecht die Regierung antreiben, dass es denen gar nicht radikal genug sein kann, die Corona-Maßnahmen, dass sie noch strengere Einschränkungen wollen, dass sie noch mehr Verbote wollen, dass sie wollen, dass das noch böser kontrolliert wird. Und verstehen Sie mich richtig, das ist ja völlig okay und normal, dass es auch solche Stimmen gibt. Aber ich habe den Eindruck, in den großen Medien, das sind weit über 90%. Wie kommt es dazu? Also das ist jetzt, Sie sind ein Journalist und ich bin nur ein kleiner Psychiater. Das finde ich originell, dass Sie mich das fragen. Aber ich meine, ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Sicht, auch Journalisten sind nur Menschen. Und es ist halt sehr häufig passiert, dass auch Journalisten ausgegrenzt wurden, wenn sie die falsche Meinung hatten. Nicht? Und das passiert ja nicht nur bei Wissenschaftlern. Es sind ja viele Wissenschaftler, die nicht mehr sagen, was sie sehen. Weil sie sagen, das wird mir gefährlich. Und bei Journalisten nehme ich genau dasselbe wahr. Ich glaube, es wird unbewusst oder sogar bewusst sehr klar wahrgenommen, was gehört werden möchte und was gesagt werden soll. Und das wird halt dann gesagt, und zwar nicht aus, also am Anfang nicht aus Überzeugung, sondern weil man überleben will. Aber mit der Zeit, glaube ich, denkt man nicht mehr so viel darüber nach, dass das eigentlich ein Überlebensreflex ist, sondern man lebt viel leichter damit, wenn man sagt, eigentlich ist es meine Überzeugung. Also das wäre zumindest meine Erklärung, warum so viele Medien leider eine gesellschaftliche Asymmetrie herstellen, weil würden die beiden Lager einfach miteinander kommunizieren, hätten wir es noch relativ gut, aber dadurch, dass eben erstens die Medien und zweitens die Politik sehr schlagseitig in eine Richtung führen,
ist die Diskussion hässlich geworden. Hässlich und bedrohlich und unappetitlich. Ja, Sie haben das ja angesprochen. Ich erlebe das ja am eigenen Leib, wie man massiv ausgegrenzt wird, wie man zum Zielobjekt von Hass und Hetze wird, weil man einfach eine falsche Position hat. Und das verfolgen natürlich auch Kollegen und sei es nur en passant, also im Vorbeilaufen. Und natürlich ist das für viele dann eine nicht gerade lukrative Perspektive, dass sie in so eine Position kommen. Also das, und ich will das jetzt sehe ich auch so. Und ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil wir Menschen sind nun mal so, dass wir auch gefallen wollen und wir wollen auch dabei sein, wir wollen Teil der Gruppe sein. Das ist jetzt, ich möchte es nicht pathologisieren, sondern es ist natürlich eine Schwäche und wenn man so tapfer ist wie Sie, dann ist das etwas, was mir wirklich Respekt abbringt. Das ist schon sehr mutig und Sie wissen ja, glaube ich, selber, dass sie sich wahrscheinlich viele Türen zugemacht haben, aber wahrscheinlich können sie auch nicht anders. Also mir geht es ja ähnlich, also ich kann auch nicht die Klappe halten. Obwohl ich natürlich schauen muss, dass ich, es haben ja Kollegen wie ich schon ihre Approbation verloren. Das Gott sei Dank ist bei mir nicht der Fall, weil ich beschränke mich ja auch auf die Psychiatrie und also da kann man mir auch nicht wirklich an, weil ich ja auch Dinge sage, die ich sehe. Und aber insgesamt, am Anfang, wie ich begonnen habe, meine Videos, hat man mir immer geschrieben, das finde ich so wahnsinnig mutig und ich konnte mit dem Wort mutig gar nichts mehr anfangen. Aber in der Zwischenzeit finde ich es auch mutig. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in solche Zeiten komme, wo das mutig ist, wenn man eigentlich nur das sagt, was man denkt. Es kann ja sein, dass man sich irrt. Also ich für mich nehme das nicht in Anspruch, dass ich im Besitz der Wahrheit bin. Aber allein dafür, dass man Zweifel an einer vorherrschenden Meinung hat, muss man heute mutig sein. Das ist eigentlich für eine Demokratie untypisch. Also das, was Sie gerade sagen, ist, finde ich sehr schön und das, glaube ich, ist sehr wichtig und das müssen wir eben beiden Lagern immer mitteilen. Wir wissen sehr wenig über das Corona-Phänomen, wir wissen sehr wenig über den Virus, wir wissen auch unglaublich wenig über die Impfung und über ihre Nebenwirkungen, Langzeitfolgen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir alle sehr demütig bleiben und können nicht mit apodiktischen Behauptungen in die Diskussion gehen. Und das gilt eben für beide Lager. Das gilt für beide Lager. Und es gibt Spinner auf beiden Seiten. Das Einzige, was ich eben so bedauerlich finde, ich wiederhole das jetzt, ist, dass die Politik und die Medien sich eben fast zu 100% auf eine Seite geschlagen haben. Das tut dem gesellschaftlichen Diskurs nicht gut. Warum ist das so gekommen in Ihren Augen? Naja, also ich glaube bei den also erstens einmal ist es ein globales Phänomen. Also wenn ich jetzt einmal vom kleinen Österreich ausgehe, die österreichische Regierung, würde ich mal sagen, konnte kaum anders. Also mitgehen mit den großen Ländern, wir orientieren uns ja, das sagen wir ja ungern, aber es ist halt die Wahrheit, sehr gerne am großen Bruder Deutschland und so weiter, nicht? Also man ist natürlich vernetzt heutzutage und da fängt einer an. Und da muss man natürlich sagen, dass jeder Politiker in so einer Bedrohungssituation, wie das am Anfang war, es war ja unklar, ich meine, es waren ja im Grunde lauter Fake News, was da gekommen ist. Das Bedrohungsszenario wurde ja total überschätzt. Weil, also die Bilder, die es gab mit Menschen, die im Stehen umfallen und tot sind, das kann ja irgendwie nicht wahr gewesen sein, das passt ja nicht zum Krankheitsbild, egal jedenfalls. Bei der Hysterie, die dann auch erzeugt worden ist durch eben die Medien, die natürlich Sensationen berichten müssen, das ist einfach auch eingeschrieben, konnten die Politiker am Anfang gar nicht als einmal eine Notbremse ziehen. Und dann war das halt menschlich naheliegend, dass sie dadurch mit Umfragewerten, mit unglaublichen Umfragewerten belohnt wurden. Und da haben sie sich gedacht, gefällt den Leuten, machen wir halt weiter. Also ich würde das mal sehr menschlich interpretieren. Und wenn man lange eine Handlung setzt, dann entwickelt sich eben eine Gewohnheit, ein Habitus nennen wir das in der Psychologie. Ja, dieser innere Habitus, diese innere Haltung, ja, dass man dann immer mehr verhärtet. Dann gibt es Kritiker, die will man natürlich nicht. Dann sind das dann natürlich gefährliche Leute, die drückt man dann ins rechte Eck oder was auch immer und so entwickelt sich etwas. Und in der Zwischenzeit, ich habe das eh schon erwähnt, glaube ich, ist es sehr schwer, so für
für den Mainstream der Politiker da auch wieder einfach so rauszukommen und sagen, also man versucht schon immer wieder Lockerungen, aber wenn die Zahlen, wenn irgendwelche Zahlen dann hochgehen, die wechseln ja auch ständig die Zahlen, nicht? Aber wenn dann irgendwelche Zahlen hochgehen, dann kriegt man wieder die Angst, weil die nächste Wahl ist ja da, man möchte nicht schuld sein an hunderten Toten oder tausenden Toten, nicht? Also ich glaube, ich sehe es halt irgendwie von der sehr menschlichen Seite, ob da jetzt irgendjemand die Fäden zieht und das alles schrecklich durchplant. Also bin jetzt nicht der Typ, der so denkt. Es reicht zu sagen, dass wir Menschen halt insgesamt sehr beschränkt sind und durch Angst sind wir, also Angst macht uns sehr, einerseits sehr manipulierbar, aber andererseits sehr wenig reflexiv. Also allein in Österreich haben wir jetzt die Diskussion um die 1G-Regel, haben sie in Deutschland ja auch, aber in Österreich, glaube ich, sind wir da sogar schon einen Schritt weiter. Und die 1G-Regel, die macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist ja vollkommen befreit von medizinischen Fakten, weil es ist niemand sicherer als ein Getesteter. Und der zweitsichere ist der Genesene, dass die ausgeschlossen werden und nur die Geimpften, die gar nicht so sicher sind, weil die ja infektiös sein können, dass nur die bevorzugt werden. Also das macht wissenschaftlich gesehen also überhaupt keinen Sinn mehr. Und die neuesten Daten, die wir dazu haben, widersprechen dem diametral. Das einzige Element, das man herausfiltern kann, ist das pädagogische Element. Das heißt, die Geimpften sind die Braven, die müssen belohnt werden und die anderen, die Bösewichte, müssen bestraft werden, weil die sind ja schuld. Das ist so im Mittelalter, die Brunnenvergifter war ja immer die Minderheit, nicht? Also denen wurde halt nachgesagt, die haben die Brunnen vergiftet, die waren schuld an vergifteten Brunnen. Und so kommt mir vor, dass jetzt die Minderheit der Ungeimpften schuld sind, dass die Pandemie weitergeht. Aber die Pandemie gab es ja vorher und da waren alle ungeimpft. Also irgendwie macht das so keinen Sinn. Wenn man sich die Aussagen von Politikern ansieht, dann hat man immer wieder den Eindruck, dass massiv gelogen wird. So hat zum Beispiel Herr Spahn gesagt, wenn wir weiter testen, wenn alle geimpft sind, dann werden wir eine endlose Pandemie haben, weil es dann immer positive Tests geben wird, womit er die gesamte Teststrategie eigentlich infrage stellt. Auf der Bundespressekonferenz gerade sagte er, ja, die Inzidenzen der Geimpften, die seien viel niedriger als der Ungeimpften, wo man wieder sagen muss, was ist das für eine Bauernfängerei? Denn natürlich, die Ungeimpften müssen sich ja ständig testen lassen, um teilzunehmen am sozialen Leben. Also man hat den Eindruck, man hat hier ständig mit einer, ich sage es jetzt ganz provokativ, Vergewaltigung der Logik und mit Unwahrheiten zu tun. Nun haben Sie ja auch darüber geschrieben früher, dass also die Unwahrheit das Schlimmste ist für menschliche Beziehungen. Wo führt uns das denn hin? Ich erinnere mich an Solzhenitsyn, ohne irgendetwas gleichsetzen zu wollen, der immer gesagt hat, man muss aufhören, in Lüge zu leben. Gehen wir nicht in so eine Richtung, wo wir immer mehr mit Lügen leben und wo die Lügen immer mehr zu etwas Gewöhnlichem werden? Ja, also ohnehin und leider sind die Politiker ja ohnehin in der Gesellschaft, also im Ranking der Wertschätzung ganz unten verortet und Lügen der Politiker gab. Also das ist ja schon sprichwörtlich, dass ein Politiker lügt. Aber das, was Sie erzählen, finde ich auch, also das beobachte ich auch, wobei die Äußerungen in der Zwischenzeit so dreist sind, dass man sich denkt, also entweder die haben überhaupt keine Angst mehr vor irgendeiner Aufdeckung, weil ohnehin die Medien nicht mehr kritisch denken, oder sie merken es nicht mehr. Also das Zitat von Spahn finde ich ja eigentlich ist es eine Offenbarung, also eigentlich finde ich da sehr viel Ehrlichkeit drinnen. Der hat ja immer wieder auch schöne Sachen gesagt zwischendurch. Aber gerade dieses Zitat mag ich sehr gern, weil es ja eigentlich total offenbart, dass das Testen sehr viel mit der Pandemie zu tun hat und dass man natürlich immer das findet, wo man am genauesten sucht. Aber das dann, eigentlich ist das die Aufgabe der Medien, zu sagen, na hoppala, also die kritische Frage zu stellen. Also dass sich Politiker so präsentieren, das wundert mich nicht, wenn sie etwas wollen. Ich kenne die Logik auch von Pharmafirmen, wenn sie halt ihr Produkt anpreisen, dann werden sie halt die Nebenwirkungen klein reden und die Wirkung groß. Also das wundert mich nicht und das ist auch intrinsisch drinnen in einer Pharmafirma, weil die will halt Profit machen. Also da bin ich keiner Pharmafirma böse. Ich bin mit Pharmafirmen aufgewachsen, ich habe viel mit Medikamenten zu tun. Das ist normal, aber es braucht halt ein Korrektiv und dieses Korrektiv haben wir nicht, weil eben Politiker da entweder eins zu eins mitmachen, aber vor allem die Medien
ihre Kontrollfunktion nicht wahrnehmen. Und die Opposition und die außerparlamentarische Opposition, wenn ich so sagen darf, das ist natürlich jetzt auch geschichtlich, hat eine Schwere, aber wenn die das dann aufdecken, wie, auf welche Art die dann priorisiert werden oder an den Rand gedrängt oder unmöglich gemacht oder Dinge verdreht werden, das ist bedenklich und das ist problematisch, obwohl ich weiß, dass das im Menschen drinnen ist. Man merkt ja sehr viel Brutalität bei denen, die sagen, es geht ihnen so um die Leben anderer Menschen. Also wo ich das am meisten beobachtet habe, ist bei Patienten mit Maskenbefragung. Ich habe wenigen Patienten eine Maskenbefragung ausgestellt, unter anderem einer Frau, die vergewaltigt worden ist und ihr ist der Mund und die Nase zugehalten worden, damit sie sozusagen also irgendwie willig ist. Und die ist natürlich schwer traumatisiert und die kann keine Maske tragen, weil sie da ständig diese Retraumatisierung haben von diesen schrecklichen Strangulationserfahrungen. Und diese Frau traut sich aber nicht in die Straßenbahn und in die U-Bahn, weil sie ständig angepöbelt wird von anderen Menschen, also wirklich vom Pöbel, anders kann ich das nicht sagen, der natürlich keine Ahnung hat. Und wenn die dann sagt, ich habe eine Maskenbefragung, dann sagen die, aber was hast du denn für eine Krankheit? Und soll sie dann erzählen von ihrer Vergewaltigung? Und also verstehen Sie, das ist total, also das ist so eine Form von Brutalität. In Wien kam es sogar dazu, dass ein Maskenbefreiter verprügelt worden ist von den Insassen einer U-Bahn. Das alles ist real passiert, wissen Sie, das passiert 2020/2021. Und da denke ich mir, also wirklich, das Böse ist in uns Menschen drinnen. Und das, was sozusagen diese bösen Maskenbefreiten war, das waren ja wirklich die Sündenböcke, das sind jetzt die Ungeimpften. Und ich fürchte, dass wenn jetzt die Ungeimpften wirklich markiert werden, indem sie sozusagen andere Masken tragen müssen oder als einzige Masken tragen müssen, dass es dann zu ähnlichen Ausschreitungen kommt und zu Übergriffen von einem Pöbel, der offensichtlich eben nicht versteht, warum mancher seine Freiheit in dieser Form in Anspruch nimmt. Gibt es solche Pläne, Ungeimpfte zu maskieren? Bin ich da schlecht informiert? Weil mir das bisher nicht bekannt ist. Ja, in Österreich wird diskutiert oder gilt, glaube ich, ab morgen oder so, dass Ungeimpfte in Supermärkten FFP2-Maske tragen müssen und die andere Maske. Also das heißt, dann, also das habe ich gerade erfahren, weil ich wurde gerade interviewt von Servus TV, also es wird schon stimmen. Und das ist also wirklich problematisch. Wissen Sie, wenn man von außen sieht, dass jemand ungeimpft ist, weil er eben eine Maske trägt, oder genauso ist es eine Patientin von mir, die in einem Ministerium sitzt, und da sie ungeimpft ist, darf sie nicht Homeoffice machen, weil dann würde sie ja bevorzugt werden, und Ungeimpfte dürfen niemals bevorzugt werden, obwohl das ja logisch wäre, wenn sie Homeoffice machen würde. Und sie muss den ganzen Tag Maske tragen und allen anderen nicht. Ich meine, wissen Sie, also diese Form von, muss man schon sagen, Diskriminierung, die ist halt wirklich bedenklich, und da merkt man auch ein Zünglein von Sadismus drinnen. Nicht eine andere Patientin von mir ist aufgehalten worden von zwei Polizisten, angeschrien worden, sie soll sofort die Maske aufziehen. Die ist mit drei kleinen Kindern in einer U-Bahn-Station, aber oben, wo eine Halle war, die war 10 Meter hoch am Praterstern, ja, 10 Meter hoch, würde ich mal sagen, ich habe das jetzt nicht, aber hoch, ja, also das heißt überhaupt keine Gefahr, und sie hat eine Maskenbefreiung. Und der Polizist hat gesagt, das interessiert ihn überhaupt nicht, Maskenbefragung, die sind eh alle gefaked und lassen Sie mich das fotografieren. Ich zeige den Arzt an und überhaupt, und sie sofort, und die Kinder sind mir wurscht. Und also der war so untergriffig und aggressiv, dann hat sie gesagt, geben Sie mir Ihren Namen. Sagt er, ja, aber sicher nicht. Und Sie sind jetzt, ich werde Sie anzeigen. Und also mit einer Aggression ist dieser Polizist auf sie losgegangen. Also das hat sie mir erzählt, weil ich war nicht dabei. Dass ich mir denke, also hier kommt das Sadistischste heraus und das Böseste, was in diesem Mann drinnen war, das hat er lang nicht machen dürfen, oder vielleicht bei irgendwelchen, weiß ich nicht, aber jetzt darf er es machen, bei den Bösewichten, die eben eine Maskenbefragung haben, oder vielleicht bei Ungeimpften, nicht, weil die in Zukunft eben klar deklariert sind, das ist ein Ungeimpfter, und das erinnert mich schon an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte, weil ich meine, dass man jemanden, der anders denkt, markiert, das ist äußerst problematisch, das kann ich nicht anders sagen.
Herr Dr. Bonelli, ich bin sehr viel in Russland und auch in Montenegro und da habe ich nie auch nur ansatzweise solche Erfahrungen gemacht, also dass da irgendjemand böse angesprochen würde. Nun ist das natürlich kein wissenschaftlicher Beleg, aber auch mit allen, die ich spreche, die sagen das, also im schlimmsten Fall wird man mal freundlich angesprochen, könnten Sie eine Maske aufsetzen und ansonsten haben die meisten die Maske entweder gar nicht auf oder unter der Nase oder unter dem Mund, während man in Deutschland auch selber ich das schon oft erlebt habe und auch in Österreich. Also wenn man in Montenegro dann ins österreichische Flugzeug steigt, dann ist das Erste, was man erlebt, dass die Stewardessen dann die Leute hier sehr rüde angehen und die Maske richtig hoch, die Maske richtig hoch. Und das verwundert einen immer. Ist das doch was sehr Typisches für den deutschen und österreichischen Raum, dass man da besonders streng ist? Naja, es gibt einen Parameter, das ist eben die Gewissenhaftigkeit, das ist eine positive Eigenschaft des Menschen. Aber dann gibt es eine Eigenschaft, die damit verwandt ist, aber die nicht mehr so sympathisch ist, und das ist der Perfektionismus bzw. die Zwanghaftigkeit. Und da ist Deutschland und Österreich führend, und die Zwanghaftigkeit besteht eben darin, dass jemand Regeln einhalten muss, und zwar nicht nur ich selber das sowieso, sondern eben auch jemand anderer, und dass man es nicht erträgt, dass jemand die Regel nicht einhält. Und dieses Nicht-Ertragen ist das Wesentliche, weil es gibt ja zwanghafte Menschen, ertragen es auch nicht, wenn das Bild schief hängt oder wenn irgendwo ein Schreibfehler ist. Das müssen sie korrigieren. Und genauso müssen sie sich das vorstellen mit jemandem, der keine Maske trägt. Das ist einfach, das ist für den eine fürchterliche Bedrohung. Das hält er einfach nicht aus. Und derjenige, der das wagt, einen Regelbruch zu begehen, das ist für den wie ein, das ist ein Schmerz. Und das ist ein Aggressor, der empfindet ihn als Aggressor. Und deswegen ist in unseren Landen die Reaktion oftmals so aggressiv. Aber jetzt muss ich das noch ein der bisschen... Sagen, der lebt damit, der sagt, ja gut, dem ist es egal, ob sich jemand an die Regeln hält oder nicht. Also ist auch generell die... Genau, nein. Also ich war jetzt auch in Kroatien In Kroatien habe ich das auch nicht erlebt, und selbst in Italien, wo die Regeln ganz, ganz streng sind, werden die Regeln zwar ganz streng verkündet, aber nachher ist es eh jedem wurscht. Aber ich will noch was anderes erzählen von Österreich, weil viele meiner Patientinnen weiblich haben mir von diesen Übergriffen erzählt. Ich persönlich habe auch eine Maskenbefreiung, weil ich eine Lungenerkrankung habe, und ich fahre ohne Maske. Und ich werde fast nie angesprochen. Und ich weiß nicht genau, weswegen. Meine Frau sagt immer, weil sich das keiner traut. Aber ich meine, so böse schaue ich jetzt auch nicht rein. So, ich sage, so aggressiv schauen Sie nicht aus. Genau. Aber ich schaue die Leute immer freundlich an. Also gestern bin ich wieder gefahren. Normalerweise war ich eben im Rad. Also ich fahre nicht oft. Und dann hat mir eine junge, normalerweise sind die älteren Damen da eher rigoros, aber eine jüngere Dame hat mir gedeutet, dass ich keine Maske habe, und ich habe sie wirklich ganz, ganz lieb angelächelt. Und ich muss jetzt nur kurz das Baby runter tun, das springt so. Ganz lieb angelächelt, und dann hat sie mir eine Maske hingehalten. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön. Aber ich sage dann nicht, ich habe eine Maskenbefreiung. Das sage ich natürlich den Beamten, wenn sie kommen, und das zeige ich ihnen, und die akzeptieren das auch. In Österreich ist das ja legal, ja. Und wenn man aber, glaube ich, ängstlich reagiert, dann reagieren die anderen, glaube ich, aggressiver, und ich habe gar keine Angst. Und im schlimmsten Fall würde ich die Leute filmen, weil ich das psychologisch interessant finde. Also ich glaube, aber natürlich auch ich bin zwar kein junger Mann mehr, aber ich schaue halt wahrscheinlich noch nicht aus wie ein Greis, aber eben ältere Frauen, die sind das Ziel Nummer eins von diesen Zwangsneurotikern, die halt unbedingt die Regel befolgt haben wollen. Und also das ist jetzt einmal diese Maskenbefreiung. Aber wenn jetzt in Zukunft eben Ungeimpfte markiert werden und für jeden sichtbar sind, also da fürchte ich wirklich das Schlimmste, das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich der Politik nicht raten, dass das Schule macht oder dass sie das ernsthaft durchsetzen wollen.
Wir müssen allmählich zum Schluss kommen, obwohl ich noch stundenlang mit Ihnen reden könnte, aber die Zeit rinnt davon. Ich habe vorher im Internet gelesen, dass in Österreich es den Vorwurf gibt, explizit Ihnen gegenüber und noch zwei anderen, dass böse Menschen wie Sie mit dem Säen von Impfskepsis verantwortlich sind dafür, dass nicht genügend Leute geimpft sind und dass deshalb die Maßnahmen weitergehen müssen und mehr Menschen sterben. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um, Herr Dr. Bonelli? Ja, das war ja genau, dieser Artikel, der erschienen ist, nachdem ich das YouTube geklagt habe und nachdem YouTube wieder öffnen musste. Die haben sich ja genau auf diesen Artikel bezogen, auf dieses Video bezogen. Während ich zwei Videos vorher gesagt habe, ich habe weder Angst vor dem Virus, noch habe ich Angst vor der Impfung. Und ich habe das genau erklärt, weil ich persönlich hätte keine Angst vor der Impfung. Ich finde nur, es soll sich jeder, ich bin für Impffreiheit, aber ich bin nicht gegen die Impfung. Also der hat mich, also ich meine, das ist jetzt niemand, der sich genau mit der Sache beschäftigt hat, sondern das war halt ein Artikel voll Gehässigkeit. Und wenn man den liest, dann merkt man den auch. Und also weiß ich nicht, ob der bestellt war, aber er wirkt jedenfalls bestellt. Aber also wie gehe ich damit um? Also ich lese nicht genau, ich lese vor allem die Kommentare nicht drunter, weil gerade in dieser Zeitung ist ein rot-brauner Sud, der da unten dann also wutentbrannten Menschen vernichten will, das habe ich mir abgewöhnt, das lese ich nicht mehr. Und das tut mir gut, weil einer von den beiden anderen hat mich angerufen und also dann habe ich gesagt, du liest doch nicht alles, lies einfach nicht alles. Also was Menschen über dich schreiben, lies es einfach nicht, weil einfach die Anonymität im Internet ist grausam und manche, bei manchen kommt eben dieses Bösartige und dieses Grausame und Sadistische. Das kommt halt richtig hoch und das merkt man halt besonders in der Anonymität. Und auch hinter der Maske übrigens. Ja? Also die Maskenträger in der U-Bahn, die sind ja nicht erkennbar. Deswegen können sie ja leicht irgendwelche Sachen sagen. Das hat ja auch mit Anonymität zu tun. Also insofern versuche ich es nicht persönlich zu nehmen, aber natürlich freue ich mich nicht drüber, weil da ja auch was konstruiert wird. Es wird ja eine Geschichte über mich konstruiert, die so nicht stimmt, nicht? Also dieser Artikel wird ja dann weiter verwendet und das wird ja dann als Zitat verwendet oder als Wikipedia Beleg. Genau. Also da ist schon da merke ich schon eine Linie von Kaputtmachen oder Rufschädigung von Persönlichkeiten. Also bei mir sehe ich das ja weniger, aber wo ich ganz besonders betroffen bin, ist beim Professor Bhakti, ich kenne mich wirklich gut aus mit Wissenschaft. Das ist einer der besten Wissenschaftler, die Deutschland hat. Also denen kann keiner von denen, die über Corona reden, das Wasser reichen. Keiner. Also wissenschaftlich gesehen. Und was der zu erleiden hat, also ich kann nur den Kopf schütteln und ich kann sagen, was tun wir da eigentlich? Da ist vielleicht noch eine Portion Fremdenfeindlichkeit dabei oder was auch immer, aber da kommt so eine Grausamkeit in den Menschen hoch, obwohl das so ein lieber Mensch ist, so ein Ausgeglichener, der sich schon manchmal ärgern kann, aber nie so ad personam geht, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Das tut mir wirklich weh, obwohl ich weiß, dass Menschen böse sein können, aber es tut mir weh, wenn ich es sehe. Nicht? Das ist so, wie wenn man auf der Straße geht und man sieht, dass ein Vater sein Kind verprügelt. Das tut weh, also das will man nicht sehen. Ja, leider leben wir in Zeiten, in denen vieles weh tut und es einem sehr schwer fällt, hinzusehen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Bonelli, dass Sie die Zeit genommen haben. Im Interview heute Dr. Bonelli, Neurowissenschaftler, Psychiater, Psychologe aus Österreich und einer der bekanntesten Corona-Maßnahmenkritiker in Österreich, aber inzwischen auch in Deutschland. Schauen Sie auch unbedingt mal auf seinen Kanal, ein sehr interessanter YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da. Ciao, auf Wiedersehen.